Grüezi miteinander, mein Name ist Samuel Rütti. Ich werde mit Ihnen einmal quer durch die SI-181 durchrauschen in 20 Minuten. Ich zeige Ihnen die wichtigsten Sachen. Das ist nicht so wichtig. So. Die SI-181 gibt es eigentlich schon relativ lang, aus den 70er Jahren. Es ist mal gut, mal auf die Historie einen Blick zu werfen. Es hat in den 70er Jahren, 1970 eine Empfehlung gegeben, dann 76, 88 und 2006er und jetzt die neue 2020er. Ein wichtiger Eckpunkt ist hier die Einführung oder das Inkrafttreten vom USG, vom Umweltschutzgesetz und von der Lärmschutzverordnung. Ab diesem Punkt ist eigentlich auch eine ziemlich direkte Verankerung von der SI-181 ins Gesetz drin gestanden. Zwar im Artikel 32 von der Lärmschutzverordnung. Bei unserer Überarbeitung haben wir uns eigentlich auf vier Punkte konzentriert. Wir haben in gewissen Punkten Präzisierungen vorgenommen. Wir haben versucht, eine Entflechtung, ein bisschen durchkämmen, das bestehende Werk. Wir haben ein paar Neuerungen reingebracht und wir haben auch viele Sachen gar nicht angelenkt, sondern haben sie gleich behalten. Ich tue die Symbole ein bisschen in der nächsten Folie mitnehmen, damit ihr euch ein bisschen orientieren könnt. Präzisierungen haben wir im Geltungsbereich gemacht. Das ist ein kleines Kapitel, aber wir haben glaube ich, am meisten oder am längsten daran herumgeknackt, bis wir diese Wörter am richtigen Ort hatten. Die Norm die gilt für Neubauten, für Umbauten und für Umnutzungen. Der Schallschutz gilt gegenüber externen Lärmquellen, und zwar Luftschall-Lärmquellen. Und gegenüber internen Lärmquellen da wird unterschieden zwischen Luftschall, Trittschall und gebäudetechnischen Anlagen und festen Einrichtungen. Bezüglich internem Lärm, also innerhalb der Gebäude, gilt die Norm ausschließlich für zwischen verschiedenen Nutzungseinheiten. Man sieht auf dem Bild die verschiedenen Lärmarten eingezeichnet, beispielhaft an einem Gebäude. Und was nicht drinnen ist in der Norm, zum Beispiel, ist die Körperschall oder Erschütterungsübertragung von Verkehrsträgern im Aussenbereich. Und die Frage ist natürlich, es gilt nicht gegenüber externer Lärmquelle. Was heisst denn das, ein Balkon? Ist jetzt da intern oder extern? Oder eine gebäudetechnische Anlage auf dem Dach? Ist das extern? Gilt nicht. Um hier Klarheit zu schaffen, haben wir uns Mühe gegeben, Definitionen in die Norm hineinzuschreiben, dass man hier Klarheit hat. Die Definitionen die findet ihr in der Norm unter diesen Ziffern. Haben wir dort Mühe genommen, dass ihr hier anhand von den Präsentationen, die ihr mitbekommt, und der Norm selber euch ein bisschen orientieren könnt. Und hier unten rechts steht immer auch direkt Ziffern zu diesem Sheet jetzt, beispielsweise Ziffer 01. Eine wichtige Definition, die wir reingeschrieben haben, ist die von den Nutzungseinheiten. Die ist in der letzten Norm auch schon drin, in der 06er-Variante. Wir haben sie hier noch mal ein bisschen präzisiert. Im Prinzip eine Nutzungseinheit ist eine selbstständige organisatorische Einheit. Man würde sagen, wahrscheinlich typischerweise, wenn ein WC oder ein Bad und auch eine Küche drinnen ist, dass das eigentlich für sich selber existieren kann, dann ist es eine eigene Nutzungseinheit. Es gibt spezielle Situationen, wie zum Beispiel Spitäler, Pflegeheim, Hotel und Schulen, wo man dann innerhalb, wo man einfach als eine Nutzungseinheit darf anschauen darf. Denn die Norm gilt, wie schon gesagt, für Neubauten, Umbauten und Umnutzungen. Da haben wir auch in den Definitionen ein bisschen präzisiert und gesagt, Umbauten sind, ist dann, wenn die Eingriffstiefe eine Verbesserung des Schallschutzes zulässt. Und es gilt dann für die betroffenen Bauteile. Und wenn ein umfassender Eingriff vorgesehen ist in das Gebäude, dann wird es auch gleich behandelt wie ein Neubau. Dann gibt es die Umnutzungen, auch dort gilt die Norm und da haben wir eigentlich dazu genommen, eigentlich müsste das Beispiel Symbol von der Neuerungen da dazu, dass auch jegliche Umnutzung zu Wohnzwecken als Neubau muss angeschaut werden, beziehungsweise die SI-181 gilt Mindestanforderungen. Weil das manchmal etwas schwierig ist, ein Gewerbegebäude, wo man vielleicht häufiger umnutzt zu Wohnungen, verweisen wir auch hier schon mal auf Ziffer 03, wo wir darauf Wert legen, dass es auch Abweichungen darf geben zur Norm. Soweit das eben die LSV nicht tut, belangen. Die LSV beinhaltet eigentlich die SI-181 im Artikel 32. Und da steht Schallschutz an neuen Gebäuden.
Der muss den anerkannten Regeln der Baukunde entsprechen. Und als diese gelten die Anforderungen der SI 181. Aber die Norm ist nicht komplett beinhaltet, sondern nur zu einem gewissen Teil Mindestanforderungen oder bezüglich Fluglärm die erhöhten Anforderungen. Es gibt aber Unterschiede zwischen dem Geltungsbereich der Lärmschutzverordnung und eigentlich der SI 181 als Werk. Die Geltung der erhöhten Anforderungen, Definition der lärmempfindlichen Räume und auch Handhabung von Spektrumsanpassungswerten. Auf ein paar Punkte gehen wir ein. Das ist die Lärmempfindlichkeit. Die Lärmschutzverordnung hat einen Artikel 2 und darin definiert sie für sich selber, was ist lärmempfindlich und was nicht. Und die SI 181 hat Ziffer 2.3, die auch ihre eigenen Definitionen macht. Und vor allem macht sie Definitionen der SI 181 in 3 Stufen. Das ist gering, mittel und hoch. Die LSV macht einfach ist oder ist nicht lärmempfindlich. Ein Bad ist nach der SI 181 gering lärmempfindlich und nach der Lärmschutzverordnung ist es nicht lärmempfindlich. Das ist ein kleiner Unterschied, der eine Bedeutung haben kann. Dann die Geltung von den erhöhten Anforderungen und von den Mindestanforderungen. Die Lärmschutzverordnung sagt generell die Mindestanforderungen mit einer Ausnahme bezüglich Fluglärm. Und die SI 181 macht in der Ziffer 222 das ein bisschen präzisiert, wo gelten die erhöhten Anforderungen. Und das ist für Einfamilienhäuser, Doppel-Einfamilienhäuser, Reihen-Einfamilienhäuser und Wohnungen im Stockwerk Eigentum. Das ist vielleicht noch eine Neuerung, die ich gerade hier noch anbringen will. Früher in der alten Norm, der 06-Variante, ist es generell gestanden im Stockwerkeigentum und wir haben es präzisiert mit Wohnungen im Stockwerkeigentum, sodass also jetzt, wenn ihr eine Gewerbeliegenschaft baut, nicht automatisch die erhöhten Anforderungen würden gelten. Dann muss man verstehe, dass natürlich die Lärmschutzverordnung als öffentliches Recht gültig ist und damit zwingend muss eingehalten werden. Da gibt es keine Möglichkeit für Abweichungen, außer wenn das ein Umbau ist. Das steht so im Abschnitt 3 von dem Artikel 32. Und die SI 181 selber, also für das Eckchen hier unten, da gibt es das, was hier nicht beinhaltet ist, da gibt es natürlich selbstverständlich, weil es Privatrecht ist, auch die Möglichkeit für Abweichungen. Wenn ihr eine Abweichung macht, dann müsst ihr zwingend, also wenn ihr beispielsweise einen Umbau habt und das nicht, die Norm nicht einhalten kann, dann müsst ihr das zwingend mit der Lärmschutzverordnung, mit dem Vollzug anschauen, von dem, also mit dem Kanton beispielsweise, wenn ihr es kennt bei uns, der Kanton, Basel-Landbasel-Stadt, wo ich herkomme. Und wenn ihr die Ecken, die hier nicht beinhaltet sind, wenn ihr hier weiter eine Abweichung macht, dann müsst ihr das auf jeden Fall auch mit allen Beteiligten anschauen, so besprechen, informieren, was ist die Folge davon und das so dokumentieren. Und dann ist es auch gut möglich von dieser Norm Abweichung. Dann haben wir Grundsätze in der Norm. Das ist die Anforderungen, die gelten dauerhaft und ohne Toleranzen, höhere Anforderungen und Akustiker. Und die Anforderungen gelten für einen nutzungsbereiten Zustand. Ich kann bei Messungen also nicht gehen und irgendeine Tür mal provisorisch zudrücken, damit es dann gut rauskommt, sondern die muss mit normaler Kraft öffnbar sein und die Norm muss trotzdem eingehalten werden. Dann es gelten die vor Ort gemessenen Werte und nicht irgendwie einen Nachweis auf dem Papier, sondern wir gehen messen, dann ist es gut oder nicht gut und dann kann ich nicht irgendetwas beweisen mit irgendwelchen Rechnungen. Und dann auch bei den Grundsätzen, nicht direkt in diesem Kapitel, sondern im Vorwort, dass die Norm gilt unter Voraussetzung von einer üblichen Nutzung und angemessener Rücksichtnahme und Toleranz. Quasi, wir wohnen miteinander unter dem gleichen Dach und müssen irgendwie mit dem klarkommen. Die Anforderungen, da wird unterschieden zwischen Mindestanforderungen, erhöhten Anforderungen und den speziellen Anforderungen. Das ist keine Neuerung. Bei den erhöhten Anforderungen haben wir aber ein kleines Schritt gemacht. Man hatte früher eine Differenz von 3 Dezibel zwischen Mindestanforderungen und erhöhten Anforderungen. Wir haben das um 1 Dezibel erhöht. Okay, 1 Dezibel ist nicht so viel.
Warum gerade einen? In der 88er Version hat es noch 5 Dezibel Differenz gegeben, in der 06er Variante 3 Dezibel und jetzt haben wir 4. Von dem her, wir probieren uns einzupendeln. Wir haben auch ein bisschen unsere Gründe gehabt. Es gibt eine internationale Norm, die auch noch mehrere Stufen hat. Und dort sehen wir auch schön die 4 Dezibel-Schritte. Und man hat gedacht, das ist also noch ein ziemlich guter Kompromiss. 3 Dezibel ist schon ziemlich wenig. Trotzdem haben wir das noch stehen beim Lärm gegenüber Aussenlärm bei der Fassade. Dort ist die Differenz 3 Dezibel zwischen Mindest- und erhöhten Anforderungen. Genau, die Neuerungen betreffen Einfamilienhäuser, die waren früher nicht drin bei dem Automatismus für den erhöhten Anforderungen. Jetzt sind sie drinnen. Man hat gefunden, die Unterscheidung hier zwischen Einfamilienhaus, Doppel-Einfamilienhaus, das ist eine schwierige Sache. Und warum soll hier die Norm nicht gelten und hier soll sie gelten? Darum haben wir das reingenommen. Wir haben das ein bisschen angeschaut, was das bedeutet und haben gefunden, das ist vertretbar und das steht jetzt so in der Norm drin. Im Weiteren, das habe ich vorher schon gesagt, sind Wohnungen im Stockwerkeigentum, für das gelten die erhöhten Anforderungen. Das ist auch ein neuer Punkt. Genau, und es gibt zur Erinnerung nochmal die speziellen Anforderungen, wenn ihr speziell teure Wohnungen baut oder was auch immer, dann dürft ihr auch locker mal einmal ein Schrittchen nach oben gehen, dann macht ihr einfach nochmal 4 Dezibel drauf, das ist noch machbar und dann könnt ihr die speziellen Anforderungen miteinander abmachen. Die Ermittlung der Anforderungen die hat sich im Prinzip nicht geändert. Wir haben im ersten Schritt gehen wir und die Lärmempfindlichkeit von den Räumen bestimmen. Wir haben 3 Stufen in der SI 181, das ist gering, mittel und hoch. Und wir haben auch Räume, die keine Anforderungen haben. Die finden wir hier in den ersten Zielen. Die hat es in der alten Norm auch schon gehabt. Die haben wir irgendwann weiterhin in einer anderen Ziffer gefunden, wenn man gut geschaut hat. Wir haben es hier zusammengenommen, haben jetzt die Empfindlichkeit ergänzt mit «keine» und hier die entsprechenden Beispiele dazu. Hier gehen wir also rein und suchen unsere Empfindlichkeit. Wir haben hier einen Beschrieb drin, den wir überarbeitet haben. Und wir haben ergänzend Beispiele, wo man zu Hilfe nehmen kann, um so eine entsprechende Einteilung zu machen. Dann geht es weiter zu den Tabellen. Und da gibt es Tabellen drin, wo der, also wir haben hier jetzt gerade die Empfindlichkeit bestimmt. Da kann man hier mal in die entsprechenden Ziele finden, zum Beispiel Mittel. Das ist eigentlich meistens Mittel, oder? Und dann haben wir schon mal die richtigen Ziele. Und jetzt haben wir oben noch die Möglichkeit, die Emissionszeiten, wie laut wird der Raum genutzt, können einteilen. Dann finden wir hier die Lärmbelastung, klein, mäßig, stark oder sehr stark. Zum Beispiel Wohn- Schlafraum. Zum Wohnen, Schlafen findet man dann hier im Kreuzpunkt drin die 52 Dezibel als Mindestanforderung. Die erhöhten Anforderungen werden also jetzt hier 4 Dezibel strenger, nämlich 56. Habe ich jetzt alles gesehen? Genau. Speziell ist, wenn ihr hier anschaut, dann findet ihr eigentlich ein DI, eine Pegeldifferenz, Difference. Und oft reden wir ja vom Schallschutz vom R-W oder was auch immer, also die Schalldämmung. Und das ist nicht das Gleiche, das muss man verstehen. Es ist die Pegeldifferenz, die hier innen geregelt ist und nicht die Schalldämmung vom Bauteile. Und darum braucht man noch eine bestimmte Umrechnung, um von einem Schalldämmmass von einer Wand können hier einen direkten Vergleich machen mit der Normanforderung. Das ist eine Besonderheit, die man in der Norm SI 181 drin hat. Das ist aber nicht neu, das war schon in der älteren Fassung nicht mehr so drin. Der Nachweis könnt ihr eigentlich dann auch hier, da seht ihr die Ziffer, wo das alles schön dokumentiert ist, da ist es wiederholt. Eigentlich ist das der Anforderungswert. Dann gibt es den sogenannten Projektierungswert und das vergleichen miteinander und das ist das Grösse gleich, dann ist es gut. Und wenn es kleiner ist, dann ist es nicht gut beim Luftschall. Hier finden wir im Detail, wie sich das DI zusammensetzt. Wird es langsam kompliziert. Der Akustiker hat es gern. DNTW kommt noch dazu. Ein C, ein KP irgendwie. Genau, da gehe ich jetzt mal nicht drauf ein. Dann findet ihr in der Norm innen auch nachher die relevante Formel eigentlich für
das Umrechnen, beziehungsweise wir haben auch immer noch D für Difference, auch beim DNTW, Differenz, Pegeldifferenz. Und wenn man das Bauteil hat, Y, dann haben wir das R-W und R ist Widerstand, R-W, Pauschaldammmaß. Und hier die entsprechenden Formeln, wie wir die Umrechnung machen können. Man kann dann ausrechnen, wie gut das Bauteil sein muss oder wie gut ist die Pegeldifferenz denn in diesem konkreten Fall. Findet ihr alles auch so in der Norm. Das Gleiche beim Aussenlärm, auch dort ist es eine Tabelle, wo wir die Empfindlichkeit suchen können. Dann müssen wir hier im Speziellen die Lärmbelastung kennen, von den Verkehrsträgern meistens. Das kann aber auch Industrie- und Gewerblärm sein beispielsweise. Und da findet man nachher dann auch die entsprechenden Anforderungswerte. Jetzt ist es nicht DI, sondern DE, Exterieur, wo wir dort Wert finden. Kurzer Blick auf die Spektrumsanpassungswerte, die sind eingeführt worden mit der Normversion 2006, weil die R-W oder die DNTW, wie man es eigentlich kennt, seit vielen Jahrzehnten nicht so einen guten Bezug haben auf unsere effektiven Alltagslärmquellen. Und darum haben wir auch kleine Korrekturen müssen machen, damit es ein bisschen mehr Sinn macht, das Ganze. Jetzt macht es mehr Sinn, ist dafür noch ein Stückchen komplizierter, aber es ist halt einfach so. Es gibt das CTR für Traffic, für Verkehrslärm, dann das C normal nimmt man bei Wohnlärm und dann Spezialität, wenn es tieffrequenten Lärm hat, also Diskothek beispielsweise, dann gehen wir eher Richtung CTR 50 bis 3150. Das Wichtigste dabei ist, jetzt für auch Nicht-Akustiker zu verstehen, wenn ich beispielsweise eine Ausschreibung mache und dann ist immer das relevant miteinander, das R-W plus C in diesem Beispiel. Das heisst, ihr müsst hier gehen, dann seht ihr hier R-W und dann C, CTR, das R-W, das C, CTR. Dann müsst ihr miteinander addieren und bekommt nachher so den Gesamtwert. Das kann beispielsweise bei Fenstern, die relativ hohe Werte haben, vielleicht minus 4 CTR, eine sehr grosse Rolle spielen, wenn ihr das vergesst. Da müsst ihr aufpassen, dass ihr immer dabei ist. Ja, Luftschale haben wir angeschaut, da haben wir gesagt, je grösser, desto besser. Das heisst, es muss grösser sein als der Anforderungswert. Und lustigerweise im Schallschutz gibt es den anderen Weg um ihn auch. Es muss kleiner sein als der Anforderungswert. Und das ist auch im Drittschale so. Wenn ihr dort Werte herauslesen, aus den Tabellen, im Prinzip genau gleich, kann man dort vorgehen, dann findet ihr einen Wert, den ihr unterschreiten müsst, kleiner gleich haben. Und wie kann man sich das merken? Ich bringe hier immer das Beispiel von der Schallmessungen. Wenn wir Schallmessungen machen, dann machen wir hier Lärm auf der einen Seite. Dann nehmen wir Lautsprecher mit, machen Lärm, messen, wie laut ist es und messen auf der anderen Seite, wie viel kommt von dem an. Je weniger ankommt, desto grösser ist die Pegeldifferenz. Das heisst, je grösser der Wert, desto besser die Konstruktion. Beim Drittschall ist es der andere Weg um. Wir haben eigentlich eine Normquelle, die stellen wir an, die haben wir jetzt auf den Boden. Und wir messen nachher unten, wie viel kommt an. Je weniger ankommt, desto besser der Wert. Dorthin kommt das. Das mit dem je besser der Wert, desto kleiner, trifft auch zu auf die gebäudetechnische Anlage und feste Einrichtungen. Auch dort tun wir anregen oder eine spülen und messen, wie viel kommt an. Desto weniger, desto besser. Wir unterscheiden zwischen Einzelgeräusch, Durchgeräusch, Funktionsgeräusch, Benutzergeräusch. Komplizierte Sachen. Wenn wir ein Beispiel anschauen, wird es vielleicht ein bisschen klarer. Man hat auch Funktionsgeräusche, die ich nicht gross beeinflussen kann als Nutzer. Die sind einfach laut. Also wenn ich zum Beispiel spüle oder die Waschmaschine laufen lasse, dann ist es einfach der bestimmte Pegel, den es gibt. Benutzergeräusche hingegen kann ich beeinflussen. Wenn ich zum Beispiel bad, mache ich das ein bisschen lauter oder weniger laut. Meine Kinder machen es lauter und so weiter. Das hat einen grossen Unterschied drinnen. Genau wie auch die Nutzung zum Beispiel von der Küchenablage und so weiter. So, kurz noch. Die Neuerungen sind wir fast alle durchgegangen. Die wichtigsten für Sie, es ist zuerst in der Einleitung der Norm noch etwas genauer beschrieben. Das Einzige, was ich noch ganz kurz darauf eingehen will, ist das mit den Abschlusstüren. Dort haben wir noch mal eine Ergänzung gemacht, weil in der Normversion 2006 eigentlich nur eine Anforderung war an die Türen, wie gut muss die Schalldämmung sein von deren. Und wir haben nach dieser Norm hier eigentlich ein Papier einbauen hat keine Anforderungen an die Türen. Wir haben jetzt mit der neuen Normversion eigentlich eine Art
einen Schnitt gemacht zwischen der Version 2006, die genau die Anforderung hat an die Türen, und der 88er-Version, die auch eine Art Pegeldifferenz-Anforderung hat. Und haben jetzt eigentlich beides zusammen, wo wir auch eigentlich eine Anforderung ablesen. Da gibt es eine kleine Korrektur. Und dann gleichzeitig auch die 37 gelten. Das heisst, geht es in diesem Fall irgendwie so: die Anforderung für an ein DI und die Anforderung an das R-W plus C von der Türen. Dann wird noch unterschieden neu, das ist eigentlich eine Neuerung, dass man eigentlich, wenn der Raum eine mittlere Lärmempfindlichkeit hat, dass strengere Anforderungen gelten. Und da könnt, wenn das eine Vorzone ist, die abgeschlossen ist, könnt ihr ein bisschen kleinere oder schwächere Türen einbauen. Das wäre es eigentlich gewesen. Wenn ihr die Folie durchschaut, dann werdet ihr die Tabellen noch finden. Und hier gibt es ein paar Beispiele. Und es zeigt sich auch, dass in den meisten Fällen, außer in ganz kritischen Situationen, eigentlich die Türenforderungen nicht relevant geändert haben. Damit wäre ich am Ende. Genau, wenn Sie noch Fragen haben, dürfen Sie, glaube ich, jetzt noch ein bisschen Zeit nutzen.